So, da bin ich wieder zurück. Und ihr wisst ja, es gibt ja keine Stempelkarten mehr, sondern halt quasi jetzt diese geheimen Aufgaben, die eventuell hier angezeigt werden, aber natürlich nicht alle. Eine davon ist auf jeden Fall, nutze Support-Gegenstände. Wo werde ich das am schnellsten machen? Und vor allem, was sind Support-Gegenstände? Support-Gegenstände sind halt wie zum Beispiel ein Pilz, den man halt einnimmt und wo man quasi direkt eine Verbesserung bekommt. Wie zum Beispiel auch ein Fisch oder ich weiß nicht, aber nee, ich glaube Mini und Biggie sind kein Support-Gegenstand, auch keine Verbindung so. Aber ich zeige euch direkt, wo ich dann hingehe, weil ich hatte die Aufgabe eben schon und deshalb, Achtung, ihr landet hier bei Catty Corner. Hier sind nämlich die ganzen Kisten. Oh, warte mal, ich will gar keine Waffen haben. Ich will eigentlich nur. Genau. So, wie mache ich das Ganze jetzt? Hier nehme ich jetzt erstmal die vier. Zack, zack, zack. Dann haue ich mir erstmal ein bisschen Schaden rein. Dann, weil es geht ja darum, wirklich schnell zu leveln zur Zeit. Das war schon fast zu viel. Hol ich mir den Gegenstand noch. Den Gegenstand. Weil eben hatte ich 10 von 10 erreicht. Ich schätze mal, der nächste wird bei 25 liegen. Kann natürlich auch sein, dass es... Ah, da seht ihr. Ist Pilze zum Beispiel. Hatte ich eben erst ein Video hochgeladen. Da hatte ich das als Tagesaufgabe und zum Beispiel als Stempelkarte. Und wie gesagt, gesehen, die gehen immer noch weiter, die Aufgaben. Also guckt euch wirklich mal die geheimen Missionen an, die ich für euch so hochgeladen habe. Hier, das sind halt die Support-Gegenstände. Ich kann gerade gucken, ist Äpfel... Sofortgegenstände? Ne, noch habe ich sie nicht mit drin. Aber so könnt ihr halt die Sofortgegenstände machen und natürlich die alle weiteren Aufgaben. Wie gesagt, gern Like da lassen, gern Abo da lassen, wenn ihr mehr von den Aufgaben sehen wollt. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.